Hallo und willkommen zu den stylischen Capes, hier zurück zu Lego Batman 3 jenseits von Gotham. Endlich habe ich mal die Begrüßung richtig gut gemacht, jawohl. Und hier sehen wir schon in den, ich nenne es mal Hub Area, sehen wir sehr viel zum Erkunden, also das sieht doch toll aus. Kann ich auch meinen Charakter ändern? Also ich kann nur switchen über die beiden. Was ist hier vorne? Hier kann ich den Schalter hier machen. Okay, 1 von 3. Also ich muss noch... warte mal. Ach so! Das habe ich noch gesehen. Ja, nochmal. Okay, ist so ein kleines Puzzle. Rot. Gelb. Blau. Zack, zack. Hä? Ach so, da unten sehe ich doch die Farben. Ja, ja, ich war blöd. Okay, ja, jetzt verstehe ich. Green Lantern, ist es dein Ernst? Sorry, was kann ich dafür, wenn Green Lantern auf einmal in einer anderen Taste steht? Okay, jetzt aber. Zack, zack und zack. Jawohl, Musikmeister. Was hat das mit Musik zu tun? Ich habe einfach nur irgendwelche Tasten gedrückt, hä? Keine Ahnung, vielleicht kam da irgend so eine krasse Musik. So, was ist das hier? Kontrollzimmer. Das ist hier... wahrscheinlich die Bathöhle. Hier hinten, das ist das Labor. Dann hier ganz hinter haben wir irgendwas für... oh, Manhunter. Ja. Martian Manhunter. Was gibt's da? Ja, können wir nicht machen. Schade. Was ist das hier? Sicherheitszellen. Ja, wollen wir mal einen Besuch da abschotten? Wollen wir mal reinschauen. Ach, hier ist schon wieder dieser Ben Affleck oder wie der Typ heißt. Ja, hier war ja Joker am Start. Aber hier haben wir sogar einen Auftrag. Ich bin allererste Sahne. Zeit, dem Ganzen etwas Schärfe zu verleihen? Wer hat das geschrieben? Das sind doch noch nicht einmal Würzsoßen. Sieh dir das an, ich habe noch so ein albernes Drehbuch gefunden. Das hier geht um den Gourmet-Gauner, der süß-saure Schurke, der Ketchup-King. Dieses Zusammentreffen ist der Senf ihres Lebens. Niemand kann diesem Schurken den Pudding reichen. Sein Geschmack wird die Welt regieren. Oh Mann, das ist das Zweitschlimmste, was ich je gelesen habe. So ein mysteriöses Meisterwerk. Er steht hinter mir, oder? Ui, krasse Gegner. Ui, jetzt haben wir Captain Smith. Hey, lahme Ente, da geht ja Hefeteig schneller als du. Hey, da war richtig zum Mitdenken. So, jetzt haben wir Kevin Smith als Verbündeten. Ja, wer Kevin Smith nicht kennt, der ist ein Regisseur. Mehr du steckst jetzt echt in einem Sandwich. Haha, schon Schlimmeres gehört. Hier, schon Schlimmeres geschrieben. Yeah. Ich wusste doch, dass ich meine Gadgets hätte mitbringen sollen. Ja, Kevin Smith ist ein Regisseur, aber ich weiß, glaube nicht, von wo, von welchem Film auch, von welchen Dings, von welcher Firma oder so. Das weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber irgendwas soll mir sagen, dass der irgendwas mit Essen zu tun hat. Und da bin ich immer dabei. Vor allem, wenn es um Sandwiches geht. Ah, oh, lecker Sandwiches. So, aber ich mag immer die Sandwiches, wenn man so Toaster im Sandwichmaker reintut. Das ist so lecker. Also, ich glaube, das ist immer noch das beste Sandwich. Es gibt natürlich auch so dieses Subway Sandwich, also dieses andere Brot. Wie soll man das nennen? Rundes Brot? Ich höre mich so blöd an. Aber so bin ich. Okay, 9 nur noch. Sind diese komischen roten Gardewachen? Wer seid ihr? Ich brate euch einfach. Oh, sorry, Green Lantern. Okay, jetzt komm her, du scheiß Ketchup und Mayo Angreifer. Wartet, ich hab's.
Haltet ein! Nicht mehr! Du bist eine rechte Pesto! Diese Mayo hast du vielleicht geronnen, aber das nächste Mal werden wir euch eine pfeffern! Pfeffern? Mann, was für eine seichte Soße, King. Ich glaube, wir verdienen eine Medaille, nur weil wir uns das angehört haben. Condiment King. Ich weiß nicht, auf welche Anspielung das sein soll. Ich dachte, wir bekommen jetzt Captain Smith. Aber nicht. Schade. Naja, was seid ihr? Seid ihr eher Ketchup-Fan oder Mayo-Fan? Ich bin eindeutig Ketchup-Fan. Es hat immer diesen schönen, scharfen Beigeschmack. Und Mayo ist so. Ja, schmeckt nach gar nichts. Oh, jetzt kann ich diese Pinguins hier freilassen. Oh. Muss ich beeilen? Scheiße. Ja, los, Manhunter. Ja. Drück! Oh. Jawohl, das hat gezählt. Ja, easy. Danke für den goldenen Stein. Ihr schönen Pinguine. Alter, haben die sich gerade in den Tod gestürzt? Ich wollte aber jetzt nicht, dass sie Suizid gefährdet. Okay, gibt es hier noch was zu erkunden? Da hinten. Ist das nicht Adam West? Oh, Adam West. Ach, ich brauche. Wie denn dann? Kannst du irgendwas mit Elektro-Sachen machen? Ach, scheiße. Ist aber nicht so toll. Hier ist ein Knopf. Können wir drücken? Strahlung. Okay, da brauchen wir auch jemand mit so einem Strahlenanzug. Robin wäre da gut. Ein Charakter. Joker Schläger. Weltraum. Nice. Jetzt kann ich mit Joker zusammenarbeiten. Obwohl, ich glaube, ich wäre da nicht so stolz darauf. Ja, aber ansonsten gibt es hier nicht mehr so viel. Was ist das hier? Junge, wenn dich das nicht reich macht, weiß ich auch nicht. Es wird mich reich machen. Es wird mich reich machen. Alles klar. Killermoth, was hast du hier? Der geklaute goldene Stein ist in meinem Safe absolut sicher. Der alte Flattermann wird schon sehen, wer hier der wahre König der Nagetiere ist. Moment. Sind Fledermäuse Nagetiere? Sind Motten welche? Egal, darum geht es nicht. Worum geht es nochmal? Ach ja, ich muss nach meinem Schatz sehen. Hoffentlich folgt mir niemand. Okay. Oh, Glühbirne! Ja, dann los geht's. Auf in die... Auf in die Lichter. Kann ich den spielen? Ne? Kann ich ihn töten? Oh, ja. Oh. Soll ich den jetzt zu diesen Lampen hier führen? Ah, okay. Hier ist ein Knopf. Killermotte, wo bist du? Hallo? Killermotte? Als ob ich den Auftrag jetzt nochmal akzeptieren muss. Sorry, dass ich getötet habe. Tut mir leid. Oh, Glühbirne! Ja, ja. Muss ich wahrscheinlich da drauf stehen. Und jetzt hier zum anderen Knopf. Oh, Glühbirne! Ja, los, friss. Jam, jam, jam. Wo habe ich das blöde Ding bloß hingetan? Ah, da hoch müssen wir. Die Münzen zeigen es an. Oh, das gibt Glühbirne. Eine Anzeige. Komm mal her. Ja, da ist er schon. I can flee, I can fly. Niemand fasst diesen Safe an, außer mir! Niemand! Hast du verstanden? Moment, mit wem rede ich da eigentlich? Mit Nashim Manhunter. Oh, Glühbirne! Alter, der wiederholt sich ja die ganze Zeit. Das ist so eine Sucht, Alter. Der muss die ganze Zeit daran nuckeln. Lecker, lecker. Gut, hier noch eine Linsenfütterung. Ach, und dafür sind diese Lampen, okay. Ja, hast du jetzt genügend? Ach, warte, die letzte Lampe ist doch hier. Oh, Glühbirne! Oh, Glühbirne, ja.
Wir haben es doch kapiert. Zu Hause! Oh. Dann will ich mal meinen super... Ah, da ist mein kleiner Schatz. So glänzend, so spiegelnd, so... Ah, ah, du bist mir gefolgt. Aber ich war doch so vorsichtig. Ich weiß nicht, was man dir gesagt hat, aber dieser Stein gehört mir, verstanden? Er ist dein Familienerbstück, oder... Na schön, nimm das blöde Ding, du Arschgeier! Ja, okay, aber ich muss die 100% machen. Tut mir leid. Sorry, dass ich dich jetzt verletzt habe. Aber ich muss halt 100% machen, da kann ich halt keinen Stein auslassen. Okay, was ist hier? Kann ich hier so Charakter erstellen? Oh nein! Ja, wie geil! Jetzt kann ich hier die Charakter auswählen. Oh, geil. Erstmal alle kaufen. Oh, schon Geld leer. Geld alle. Aber ich habe Killermotte. Wie geil. Ah, nice. Dann kann man das hier immer wieder ändern. Ah, und jetzt kann ich es auch so ändern. Übrigens, die DLC-Charaktere werde ich euch dann alle nach der Story dann zeigen. Da werde ich dann wahrscheinlich ein separates Video daraus machen. Aber das wäre ein bisschen kacke, wenn ich die jetzt schon zeige. Denn, dann ist ja jetzt schon alles gezeigt. Und, ah, nee, come on. Wir wollen schon das chronologisch machen. Aber wenn wir schon die ganze Zeit hier am Erkunden sind, erkunden wir doch weiter hier die, das Hauptquartier von der Justice League. Und gehen mal ins Labor. Was gibt's denn hier? Ah, Wer ist denn da oben? Wer bist Vorsicht, denn du da? Horden von ergebenen Fans könnten uns jeden Moment überrennen. Ich bin vorsichtig, Sir. Booster Gold. Haltet eure Freude im Zaum! Ja, ich bin es, der Booster Gold, der berühmte Freiheitskämpfer aus der Zukunft! Wow! Dass Sie Ihre Freude dermaßen im Zaum halten? Sir, ich glaube nicht! Danke, Skeets. Sieht aus, als müsste ich noch mehr Heldentaten vollbringen, um einen Eindruck zu hinterlassen, aber... Das dauert immer so lange. Ihr wisst doch, was man sagt, Sir. Geduld ist eine Tugend. Ich hab's! Warum verkleidest du dich nicht als mich und vermöbelst ein paar böse Jungs? Doppelte Dresche, doppelte Aufmerksamkeit. So gewinnen alle. Aber vor allem ich. Gut, wenn ich Belohnungen bekomme, dann ja. Muss ich jetzt nochmal mit ihnen reden? Ach nein, ich muss mich jetzt so verkleiden wie er. Ist ja nicht eine gute Kleidung? Nee, ich wollte dich nicht schlagen, Entschuldigung. Okay, komm hier. Ich sage dir, Skeets, mein Plan ist absolut wasserdicht. Ich errechne eine Chance von 0,5%, Sir, dass dieser Plan eure Popularität signifikant steigert. Ja, wasserdicht, sag ich doch. Super wasserdicht, da brauchen wir gleich Aquaman. Muss ich wahrscheinlich hier... Das ist bestimmt so ein Charakter-Building. Wo man seinen eigenen... Ja, genau, das wusste ich. Seinen eigenen Charakter machen kann und dann... Ja, okay. Nein, das spare ich mir jetzt. Weil das wird ewig dauern und das können wir vielleicht nun auch in einem separaten Part machen. Lol. Robin hat ja auch so einen Anzug. Das ist sehr geil. Bertie. Wo ist denn Bertie? Da ist er. Nein, ich will nicht mit dem Typen reden. Der ist überall. Der nervt. Gut, einen weiteren für unsere Sammlung. Okay, im Labor gibt es aber auch nicht viel zu finden. Oder, wo geht's denn hier lang? VR-Missionen. Was? Welche VR-Headset? Ah. Okay. Das sind anscheinend solche VR-Missionen, okay. Davon gibt's 24 Stück, okay. Ja, nee, dann machen wir hier auch wieder, also das machen wir auch im separaten Part. Alles mit der Zeit machen wir. Erstmal Charakter ändern. Oh, Grumpy können wir spielen. Wie können wir hier noch spielen? Wer bist denn du, Alter? Wie heißt der? Atugan. Ui. Sieht aber aus wie so ein Boxer. So ein Boxer, der gewachsen ist.
und dein Cape auf hat. Zu Berthüller würde ich nicht gehen, weil die ist wahrscheinlich riesig. Und da erkunde ich ja eine halbe Ewigkeit. Was ist das hier für ein Raum? Ach nee, ist das nicht diese Halle der Justice League? Da waren wir doch auch schon, oder? Ja, hier waren wir nämlich auch schon. Da kann man gleich wieder rausgehen. Wir könnten zwar die ganzen Sachen nochmal machen, aber... Nee, da gucken wir ja später nochmal rein. Da gucken wir alles nochmal mit. Wir gucken jetzt hier nochmal beim... Ach, ich kann ja auch die Charaktere nennen. Aquaman! Oh, guck mal, darüber da rede ich schon die ganze Zeit über ihn und da ist er. So. Was hast du zu sagen? Ah, gutes Timing. Die arme Black Canary hat wohl ihre Stimme verloren. Ich habe ihr gesagt, wenn man so viel schreit, sollte man mal an einer Auster lutschen. Das Zink darin wirkt Wunder gegen Erkältungen. Aber auf mich hört sie ja nicht. Bei Neptuns Tränen. Aber es ist noch nicht zu spät für sie. Sieh doch mal, ob du nicht irgendwo eine Auster findest, ja? Ich glaube, ich würde auch nicht zu einer... zu einem Mädel sagen, ja bitte leck an so eine Auster. Das ist ja so eine... Muschel, wie der da hier zeigt. Also ich würde daran ich auch nicht lutschen. Ich sage dir, Canary, mit Salzwasser gurgeln ist das Allerbeste. Vertrau mir. Wenn ich mich mit einer Sache auskenne, dann ist das die Wirkung von Salzwasser. Alter, was bist du für ein Mensch? Ich nuckel doch nicht an so ein Ding ran. Das ist nicht nur disgusting, sondern disgusting. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber wirklich so ein Ding zu lutschen, will ich mir gar nicht vorstellen, aber okay, was macht man nicht für einen goldenen Stein alles? Brauchen wir nicht die Fähigkeit? Genau, der hat die Fähigkeit. Ein neuer Charakter. Crusher? Ich hätte einen anderen Namen wählen können. Also, ich hätte da jetzt geschrieben, No Face. Das ist aber, der hat kein Face. Oh mein Gott, der war so schlecht, der war so schlecht. Gibt's was zum Kaputtmachen? Oh, 1 von 5. Wo sind die weiteren? Oh nee, da muss man jetzt hier suchen. Oh, da hinten. Schnell. Schnell. Zieh doch das eine an. Zu spät. Ja, aber ich kann nochmal machen. Gut. Einmal angesehen. Okay, die Zeit geht wieder. Nochmal. Hier ist keine. Da hinten. Ach, hier vorne ist auch noch einer. Hätte ich fast übersehen. 3. Dann ist da das 4. Warum ist das 5? Okay. Spring! Oh mein Gott. Und dann haben wir auch das letzte, jawohl. Einen weiteren Charakter für unser Sammlungen. Also wir kommen sehr gut voran. Und wir haben Kid Flash freigeschaltet. Auch wieder so ein schneller Charakter. Aus der Flash-Reihe. Warte mal. Wen können wir denn alles kaufen? Firestorm können wir nicht kaufen. Lexbot können wir kaufen. Lex Luthor Hawken Version A. Miss Maffin. Hawkman. Mr. Kann ich nicht lesen. Musikmeister. Question. Thunderer. Und die McKinn. Ich glaube, ich nehme hier den. Den hier, Mr. Mix. Genau. Oh, der kann so sterben. Oh, der kann auch fliegen. Wie der fliegt, Alter. Der genießt es. Kann er auch so einen Laser machen? Ja. Guck mal, der ist so ein richtig freundlicher Charakter. So, das wäre so ein kinderfreundlicher Charakter. Ja, Sterne verteilen.
Okay, und jetzt hier hinten gucken wir nochmal ganz schnell. Ja, ich sehe jetzt hier nicht großartiges. Oh doch, da hinten. Guck mal, das machen wir noch. Und dann bin ich auf dem Park beenden. Warte. So, Robin. Er braucht jetzt seine Drohne. Juran. Und dann hier. Genau. Und aktiviert. Nein, was ist jetzt passiert? Ach so, ich blöd, Mann. Ich habe den Laser getroffen. Ich muss dann direkt die Münze einsammeln. Ja, was habe ich denn da aktiviert? Ach so, ich habe dann den Zugang hierfür aktiviert. Okay. Tim Drake habe ich freigeschaltet. No ideas who it is. Aber ich werde es herausfinden. Kann ich die nicht irgendwie kaputt machen? Geil. Habe ich kaputt gemacht. Gut. Beziehung noch weiter? Ne? Okay. Mal meinen Charakter hier. Killamoff. Da gibt's auch noch was zu machen. Dann haben wir den noch. Ja, du hast hier einen Gefährten, Alter. Kevin Spacey. Kevin Smith. Sorry. Alle mal beiseite. Hier kommt der Fledermaus-Dolmetscher. Komm schon, Kirk, spuck's aus. Ich übersetze. Verstanden. Dr. Langstrom, alias Man-Bat, braucht eine Zutat für seine neue Medizin, mit der er hoffentlich seine soziopathischen Tendenzen unterdrücken und sich in einen echt netten Kerl zurückverwandeln kann. Wie sieht die Zutat denn aus, Kirk? Verstanden. Keine Ahnung, ob ich das für dich übersetzen muss, aber er sagt, es ist eine grüne Flasche mit einem durchsichtigen Kork. Vielleicht kannst du sie irgendwo hier finden. Ich kümmere mich so lange um den Doktor. Mann, Kevin Spacey. Sag ich schon wieder, Alter. Mann, Kevin Smith hat ja echt viele Fähigkeiten. Nicht nur, dass der Regisseur ist, sondern auch noch Dolmetscher für irgendwelche Fledermäuse. Hier hast du schon mal das erste Item. Also, alle Mann beiseite, hier kommt der Fledermaus-Dolmetscher. Komm schon, Kirk, spuck's aus. Ich übersetze. Ja, das hatte ich doch schon. Ja, okay. Achso, dann muss ich erstmal alles einsammeln, ich blöd mal. Ja, okay. Ach nein, ich muss das Richtige finden. Achso, ja, dann ist es einfach. Ja, okay, ich hab erst nicht richtig verstanden. Muss ich das wirklich übersetzen? Der Typ ist ganz aus dem Häuschen wegen dieser Zutat. Er sollte jetzt in der Lage sein, die Medizin herzustellen. Gut gemacht. Na schön, ich will ehrlich mit dir sein. Das habe ich nicht ganz verstanden. Irgendwas über einen goldenen Schrein. Ergibt das irgendeinen Sinn? Ein goldener Stein. Ach ja, das macht Sinn. Goldener Stein. Gut gemacht, Man-Bat. Mann, ist der böse. Na, was sieht ihr denn? Oh Gott, ich hör schon auf. Eieiei, okay. Dann haben wir mal Kevin Smith aus seiner Lage befreit. Und dann würde ich auch hier den Part beenden. Und Kevin Smith wünscht euch schöne Filme. Ja, oder ein Ciao, ciao.